Hier ist mir viel zu gute Laune. Ja, stimmt. Jetzt gibt es gleich Geschwisterstreit. Ich muss den vorhin schon mit den Hand hochhauen. Okay. Also, wer ist deiner Rolle ähnlicher? Du oder ich? Oh, ist das geschert. Ja. Ah. Er ist wirklich so lieb. Wer ist schneller im Text lernen? Ja, ja, klar. Also, ja. Ich bin der Verse die Art Sophie. Sophie und ich sind da eindeutig. Alter. Wir sind beide recht spontan. Ey. Und wie unsympathisch von mir immer. Und wer hat mehr Versprecher? Ja, gut, das hat sich damit dann auch geklärt. Oh, das ist der jugendliche Leichtsinn, gell? Das ist zu spät ins Bett gehen. Oder wenn du wieder Schafkopf spielst. Lass. In deiner WG. Wer ist besser vorbereitet? Ja, Kim, das ist geschert. Dafür habe ich keine Leute, die mit mir Schafkopf spielen. Alter. Wie gemein. Wer von euch beiden muss öfter lachen beim Dreh? Also, das ist ein bisschen gescherter, finde ich. Also, heute, sorry, das ist immer ganz frech. Oh, weil du so lustig bist. Ja, okay. Wer da ist sonst schon oft sauber, aber heute war es schon lustig. Ja, heute war schon witzig. Deswegen würde ich sagen, du und ich. Ja, schon wir eher beide. In die Richtung. Auf jeden Fall, gemeinsam lacht man am besten. Gemeinsam. Wer von euch schaut öfter dit? Wobei, von dir weiß ich, dass du auch alles immer schaust, deswegen beide. Aber, ja, also ich weiß, wir beide schauen es auf jeden Fall immer. Wir schauen, ja, genau. Ja. Wir schauen auch immer vor. Wir schauen auch immer vor, stimmt, wir schauen auch immer vor. Ja. Wer von euch spricht das schönere Bayerisch? Oh, das ist geschert. Eine Oberpfälzerin ist eine Bayerin. Oh, hab's das gehört? Logisch. Okay. Woher kommst du nochmal Niederbayern, gell? Rosenheim. Rosenheim. Guck mal, schneiden. Wer von euch würde im echten Leben eher nach Lansing ziehen? Ja, weil du die ganze Zeit Schafkopfen bist. Wer von euch würde in Lansing eher im Why Not abhängen? Ich bin doch schon viel zu alt fürs Why Not. Du! Oder? Also, sicher! Ja. Ey, ich könnte schon das Partymaus vorstellen. Ehrlich? Der Adrian hat damals den Witz gemacht, Rolli Joschi hat gesagt, du schaust aus, als würdest du dein Kind abholen. So was muss ich mir anhören. Ja. Das ist wirklich so. Deswegen. Also, aber schneiden. Was? Vielen Dank. Oh Mann. Hätten wir das geklärt.